Herzlich willkommen zur Sprechstunde Hartz. Auch heute beantworten wir wieder alle Fragen rund ums Thema Hartz IV. Ramona hat gelesen, dass wenn man mit seinem Partner zusammenzieht, man ein Jahr lang noch keine Bedarfsgemeinschaft ist und möchte wissen, ob das auch wirklich so ist. Ja, Ramona, das ist so. Das ist das sogenannte Schnupperjahr. Ein Jahr lang kann man es erstmal miteinander probieren, was das gemeinsame Wirtschaften angeht und wird halt noch nicht als Bedarfsgemeinschaft gewertet. Ist es richtig, dass ein Kind 25 Jahre alt sein muss, bevor die Bedarfsgemeinschaft zur Hausgemeinschaft wird? Das ist unsere nächste Frage. Ja, das ist fast richtig. Also regelmäßig ist es wirklich so, dass erst mit 25 Jahren das Kind aus der Bedarfsgemeinschaft ausscheidet. Allerdings gibt es dafür auch andere Gründe. Ein Grund wäre beispielsweise, das Kind bekommt selber ein Kind. Dann bildet das eigene Kind mit dem ja dann Enkelkind eine eigene Bedarfsgemeinschaft und ist der Bedarfsgemeinschaft mit der Mutter / Oma raus. Jennifer befindet sich in einer wirklich verflixten Situation. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen, ihr Freund hat eigenes Einkommen und sie fragt sich jetzt, ob sie vielleicht kein Hartz IV mehr beziehen kann. Und im Fall der Fälle, wie ist es eigentlich mit ihrer Krankenversicherung? Du wirst mit deinem Freund regelmäßig eine Bedarfsgemeinschaft darstellen. In dem Fall ist es wirklich so, dass das Einkommen deines Freundes angerechnet wird, was im Extremfall dazu führen kann, dass du gar keine Hartz-IV-Leistung mehr bekommst. Probleme ergeben sich wirklich da mit deiner Krankenkasse, weil wenn du mit deinem Freund nicht verheiratet bist, kannst du nicht in die sogenannte Familienversicherung. Das heißt, du musst selbstständig deine Krankenkasse bezahlen. In diesem Fall liegt jedoch eine Härtefallkonstellation vor, wo das Jobcenter einen Zuschuss für deine Krankenkasse geben muss. Ja, das war's auch schon wieder mit der Sprechstunde Hartz. Kommentiert fleißig unter dem Beitrag eure neuen Fragen. Dann wissen wir immer, was wir hier das nächste Mal beantworten können.